Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum Interviews wie dieses hier mit Tino Chrupalla anlässlich des Wahlergebnisses in Sachsen-Anhalt die AfD unglaubwürdig erscheinen lassen und es so für die AfD nicht weitergeht, sie nicht vom Fleck kommt. Herr Chrupalla, ich komme zu Ihnen. Die AfD hatte 2 Prozentpunkte Pi mal Daumen mehr bei der letzten Wahl 2016, diese Abnahme sozusagen. Worauf führen Sie das zurück? Ja, also erstmal ist es ein sehr gutes Ergebnis. Wir haben über 20%. Wir sind sehr zufrieden damit. Ich möchte mich auch hier gleichwohl bei unseren Wählern bedanken für dieses starke Ergebnis, bei unseren Wahlkämpfern, bei unseren Direktkandidaten. Möchte aber auch der CDU gratulieren zu diesem Ergebnis. Wir werden das jetzt analysieren, aber für uns ist es natürlich trotzdem wichtig, dass wir Motivation für den Bundestagswahlkampf bekommen haben. Und das haben wir hier bekommen. Die Bürger haben klar konservativ bürgerlich gewählt. Also ein klares Votum auch im Prinzip an die CDU, wie hier im Prinzip die Bürger, welche Regierung sie sich wünschen, denn die anderen Parteien wurden doch massiv abgestraft. Also ich denke, wir können hier durchaus eine bürgerlich-konservative Regierung bilden. Aber wenn Sie sagen, Sie wollen eine Koalition bilden mit der CDU, müssen Sie dann nicht über Ihre Themen noch einmal nachdenken? Ich sage es noch mal ganz klar, Sie sind sehr stark vom rechtsextremistisch geprägten Flügel einfach geprägt. Dazu klären gerade Gerichte, ob der Landesverband, ob die Gesamtpartei vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wenn da jemals eine Zusammenarbeit entstehen sollte in Ihrer Vorstellung, dann müssen Sie doch normalerweise eigentlich noch mal nachdenken in der Wahl Ihrer Themen. Sie sagen es ja richtig. Die Gerichte klären das und das warten wir erstmal ab. Nichtsdestotrotz haben wir ja jetzt bereits auch in der Vorberichterstattung auch schon erfahren, wo unsere Wählerschichten herkommen. Und wir haben stark zugenommen, zum Beispiel mit vielen sozialen Themen von den Arbeitern sind wieder Wähler dazugekommen. Gerade Mittelstand ist wichtig, ein wichtiges Klientel. Also wir haben ganz klar, die bürgerliche Mitte hat hier auch die AfD gewählt und zwar stark und deswegen macht mich das sehr stolz und ich bin auch stolz auf meine Partei mit diesem Ergebnis. Die Herren, vielen Dank in diese Runde erstmal. In dem Interview sind zwei Dinge auffällig. Zunächst versucht Tino Chrupalla einen Trick. Er sagt, es gibt jetzt hier eine konservative Mehrheit. Er gratuliert der CDU ganz höflich, spricht von einer konservativen Mehrheit und versucht jetzt Druck aufzubauen, dass die CDU doch mit der AfD eine Koalition machen solle. Das funktioniert so aber nicht. Zunächst ist auffällig, dass es bei der CDU ganz anders ist. Sie gratuliert der AfD nicht, sondern sie behandelt die AfD so schäbig wie eh und je. Und jetzt ist es so, die CDU behandelt die AfD wie den letzten Dreck, so schäbig wie es nur irgendwie geht. Gleichzeitig ist die AfD, oder ist jetzt Chrupalla in dem Fall, macht der CDU ein Angebot. Also ein klares Votum auch im Prinzip an die CDU, wie hier im Prinzip die Bürger, welche Regierung sie sich wünschen, denn die anderen Parteien wurden doch massiv abgestraft. Also ich denke, wir können hier durchaus eine bürgerlich-konservative Regierung bilden. Aber wenn Sie sagen, Sie wollen eine Koalition bilden mit der CDU, müssen Sie dann nicht über Ihre Themen noch einmal nachdenken? Ich sage es noch mal ganz klar, Sie sind sehr stark vom rechtsextremistisch geprägten Flügel einfach geprägt. Dazu klären gerade Gerichte, ob der Landesverband, ob die Gesamtpartei vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Was zeigt das den Zuschauer? Es zeigt dem Zuschauer, okay, Chrupalla sieht das Verhalten als normal an. Die AfD hat es sozusagen verdient, so behandelt zu werden. Auf jeden Fall, obwohl er so behandelt wird, wie das allerletzte, geht er trotzdem so freundlich auf die CDU zu. Und das zeigt fehlendes Selbstwertgefühl für den Zuschauer, für den Wähler. Es zeigt, ja gut, wenn du dich sozusagen damit zufrieden gibst, dann ist ja anscheinend was dran. Dann hat das ja Hand und Fuß, dann sind ja die Bedenken berechtigt. Und damit sorgt er dann dafür genau dafür, dass die Leute die AfD nicht wählen. Weil sie sehen, aha, okay, ja, wenn der sozusagen, der gesteht es ja indirekt ein, dass er Probleme hat. Er sieht es ja ein, dass die CDU ihn so behandelt. Und ja, jetzt gibt er sich zwar ganz nett, aber die Probleme sind auf jeden Fall da sozusagen. Das heißt, wenn er das so macht, dann bleibt auf jeden Fall Dreck an der AfD hängen. Er hingegen stellt die CDU gut dar. Also er redet ja von konservativer Mehrheit, ist nett zu ihr und kritisiert nichts an ihr. Das heißt, er geht davon aus, ja, die Leute denken sich ihren Teil. Aber die Leute lesen zwischen den Zeilen. Die denken sich, ah ja, okay, das ist alles so kompliziert, wir können das alles sowieso nicht nachvollziehen. Aber wir sehen jetzt hier, er beschwert sich nicht über die CDU, dann wird das schon alles so passen mit der CDU, was sie machen. Und er nennt sie ja konservativ. Das heißt, mit der CDU ist alles in Ordnung. Und ja, dann wählen die Leute auch CDU, wie sie es jetzt ja auch getan haben.
Es ist meiner Meinung nach, liegt es nicht nur an Jörg Meuthen, dass die CDU einen Sturzflug hingelegt hat seit dem letzten Parteitag, sondern es liegt auch genau an solchen Auftritten, die die Glaubwürdigkeit der AfD nicht erhöhen, sondern die diesen Dreck, mit der die AfD beschmissen wird, das wird sozusagen dadurch zementiert, dass Chrupalla sich nicht dagegen wehrt, er kein Frame dagegen stellt. Und er würde nur dann wirksam einen Frame dagegen stellen, wenn er sagt, wenn er Selbstwertgefühl zeigt und sagt, dem energisch widerspricht, das stimmt nicht, und vor allen Dingen dann jemanden gratuliert, der sich faschistoid gegenüber der AfD verhält und nicht nur gegenüber der AfD, sondern das hat ja auch Geschichte mit den Republikanern, das geht ja seit Jahrzehnten so mit. Mit einer Selbstverständlichkeit zerstört die CDU und die CSU seit Jahrzehnten demokratische Parteien, die ihnen Konkurrenz machen, mit Hilfe des Verfassungsschutzes. Das ist nicht demokratisch. Und solchen Leuten kann man dann nicht einfach normal zum Wahlsieg gratulieren und sagen, ja, das ist konservativ, herzlichen Glückwunsch. Er betreibt dadurch ja auch gar keine Aufklärung, sondern er müsste dann, wenn er der AfD helfen will, müsste er die CDU angreifen dafür, was sie macht. Auch jetzt gucken ja viele Leute zu. Jetzt ist ja die Verbindung zur Öffentlichkeit da, bei diesem Interview. Diese Verbindung ist ja sonst nicht da. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Hier muss er eigentlich schon wieder Wahlkampf machen für die Bundestagswahl. Man muss die Leute überzeugen. Hier, guckt her, mit denen stimmt was nicht. Die verhalten sich, die Medien erzählen das nicht, aber was diese Partei seit Jahrzehnten macht, das ist absolut nicht demokratisch. Und wie diese Partei handelt, das ist nicht im Interesse Deutschlands, das ist nicht konservativ. Mit der Energiewende, mit der unkontrollierten Massenmigration, das ist nicht konservativ. Und er macht das genau das Gegenteil. Also er stellt das nicht dar und sagt, ja, hier, herzlichen Glückwunsch, konservative Mehrheit. So als wäre diese CDU, als wäre sie konservativ. Und sie ist natürlich nicht konservativ. Und so geht das eigentlich, seit einem Jahr geht das so. Wir müssen uns daran erinnern, die Antifa, die Medien, sie versuchen ja genau die AfD rauszudrängen, sie nicht einzuladen, nicht über sie zu berichten oder nur negativ über sie zu berichten. Jetzt ist Tino Chrupalla live im Fernsehen. Live. So, dass die Altmedien nichts machen können. Also sagen, das ist eigentlich das Schlimmste für die Altmedien, wenn dann AfD-Vertreter live ist im Fernsehen. Und sagen, da möchten sie das möglichst irgendwie durchkriegen, damit sie dann möglichst lange wieder nicht berichten können. Und sozusagen nur bei den Wahlen kommt die AfD überhaupt mal zu Wort. Und jetzt hätte hier Tino Chrupalla die Gelegenheit gehabt, zu framen, sozusagen die AfD sich zu framen. Aber stattdessen ist es eigentlich Altmedienframing. Die CDU ist konservativ, mit denen ist alles in Ordnung. Und indirekt beschimpft man sich selbst, macht man sich selbst schlecht, weil man ja sozusagen durch das Konservative indirekt auch mit eingesteht, dass das Verhalten von denen ja konservativ ist, auch gegenüber der AfD. Das fällt ja auch mit unter das Konservativ, dass das dann in Ordnung ist. Seit einem Jahr geht das jetzt so, eigentlich in jedem Interview. Ich kenne kein Interview, wo das Tino Chrupalla anders gemacht hat. Und deswegen ist es für mich auch keine Überraschung, dass die AfD ja gefallen ist. Sie stand ja bundesweit, also nicht nur im Osten, bundesweit stand sie 2018 schon bei 18%. Und vor dem Parteitag 2019, da stand sie bei 15%. Also da stand, und da kam einem 15% niedrig vor. Man hat gehofft, es geht jetzt wieder hoch auf 17%, 18%. Wie 2018, dass die AfD endlich über 20% kommt. Jetzt steht die AfD bei 11% oder irgend sowas. Und das ist wahrscheinlich auch nicht Chrupalla, sondern es ist anderen Leuten zu verdanken, dass es jetzt bergauf gegangen ist. Also diese Interviews auch mit Baumann letztes Jahr, dieses, ja, man muss es so böse sagen, dieses Anbiedernde, das wird die AfD, wird ihr nicht zum Erfolg verhelfen, sondern ganz im Gegenteil. Es erhöht sogar den Meinungsdruck gegen die AfD. Und jetzt sagt der Tino Chrupalla, das werden die Gerichte entscheiden. Sie sind sehr stark vom rechtsextremistisch geprägten Flügel einfach geprägt. Dazu klären gerade Gerichte,
ob der Landesverband, ob die Gesamtpartei vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wenn da jemals eine Zusammenarbeit entstehen sollte in Ihrer Vorstellung, dann müssen Sie doch normalerweise eigentlich noch mal nachdenken in der Wahl Ihrer Themen. Sie sagen es ja richtig. Die Gerichte klären das und das warten wir erstmal ab. Nichtsdestotrotz haben wir ja jetzt bereits auch in der Vorberichterstattung auch schon erfahren, wo unsere Wählerschichten herkommen. Und wir haben stark zugenommen, zum Beispiel mit vielen sozialen Themen von den Arbeitern sind wieder Wähler dazu gekommen. Gerade Mittelstand ist wichtig, ein wichtiges Klientel. Also wir haben ganz klar, die bürgerliche Mitte hat hier auch die AfD gewählt und zwar stark und deswegen macht mich das sehr stolz und ich bin auch stolz auf meine Partei mit diesem Ergebnis. Die Herren, vielen Dank in diese Runde erstmal. Er tut jetzt so, es ist vollkommen klar oder er setzt es voraus. Ich weiß nicht, was er sich denkt. Er verteidigt das gar nicht richtig so empört. Nein, das ist nicht richtig. Wie kommen Sie darauf, dass wir extremistisch sind? Das stimmt natürlich nicht, das ist falsch. Sondern so dieses ein bisschen, ja, das entscheiden die Gerichte und das war's dann sozusagen. Nichtsdestotrotz haben wir ja jetzt bereits auch in der Vorberichterstattung auch schon erfahren, wo unsere Wählerschichten herkommen. Und wir haben stark zugenommen, zum Beispiel mit vielen sozialen Themen von den Arbeitern sind wieder Wähler dazugekommen. Gerade Mittelstand ist wichtig, ein wichtiges Klientel. Also wir haben ganz klar, die bürgerliche Mitte hat hier auch die AfD gewählt und zwar stark. Und deswegen macht mich das sehr stolz und ich bin auch stolz auf meine Partei mit diesem Ergebnis. Die Herren, vielen Dank in diese Runde erstmal. Dann kommen nur typische Standardsätze, die der Zuschauer sofort vergisst. Dabei ist ja jede Sekunde kostbar, die ein AfD-Politiker live im Fernsehen hat vor den Bürgern. Jede Sekunde. Und er verwendet es dann zu sagen, ja, danke an die Wähler, Glückwunsch an die CDU. So geht er mit dieser Zeit um. Er erzählt dann noch, woher welche Wähler gekommen sind. Das sind aber alles Dinge, die können die Leute sowieso, das wissen sie, bekommen sie sowieso erzählt. Sondern wenn Tino Chrupalla der AfD helfen will, dann müsste er doch jetzt seine Sicht schildern, die in den Altmedien nicht erzählt wird. Also nicht Wählerwanderungen, wer kommt jetzt woher, wer hat wen gewählt. Das sind alles Binsenweisheiten. Sondern er, die AfD, muss doch klar machen, diese Berichterstattung über die AfD, sie ist verlogen, sie ist falsch. Also er muss dem Zuschauer doch deutlich machen, wenn er wirklich realistisch glaubwürdig sein will, dann muss er doch dem Zuschauer klar machen und auch ihm begründen, warum diese Vorwürfe alle falsch sind. Dafür muss er jede Sekunde nutzen, die er nur kann, das glaubwürdig zu vertreten. Die ganze Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen und in den ganzen Medien ist ja 24 Stunden lang eine Klimahysterie und die AfD ist rechtsextrem. So geht das seit Jahren. Und dagegen muss er angehen, wenn er was dagegen machen will. Und wenn er dagegen nichts macht, dann wirkt er halt, ja, der sagt halt, das machen die Gerichte sozusagen, wirkt es dann so, ja, es wirkt dann so ohne Herz irgendwo. Das machen die Gerichte, anstatt dass er Empörung zeigt. Oder ganz deutlich macht, ich weise das ganz deutlich zurück und das werden die Gerichte auch bestätigen. Also ich glaube, auch ein Jörg Meuthen wehrt sich sehr viel entschlossener als Tino Chrupalla. Und aus meiner Sicht gehen die Leute viel zu sehr nach dem Aussehen. Tino Chrupalla sieht gut aus, er sieht ein bisschen aus wie James Bond, so mit etwas Fantasie. Und Alice Weidel sieht auch vital aus und deswegen sind das die tollen Spitzenkandidaten. Das ist, denke ich, sehr oberflächlich. Denken Sie, ja, die sehen gut aus, die sind jung, sehen gut aus, deswegen sind es automatisch die richtigen Spitzenkandidaten. Aber das wird aus meiner Sicht ist das ein fataler Irrglaube. Das Aussehen wird massiv überschätzt. Es geht vielmehr um das, was man sagt, weil es geht um die ganze Partei. Es geht darum, nicht nur sich selbst gut darzustellen, sondern die ganze Partei gut darzustellen, die Partei zu schützen, die Punkte zu machen. Da kommt es darauf an, was man sagt. Und das ist ein Kirchner ist da eine ganz andere Liga, das ist was ganz anderes. Also ich würde mir wünschen, persönlich Leute wie Kirchner, dass sie die Zukunft der AfD stärker beeinflussen. Also so wie das Weidel jetzt bei Lanz gemacht hat oder jetzt Chrupalla hier und auch ständig das ganze letzte Jahr, das führt nicht zum Erfolg aus meiner Sicht. Es ist, glaube ich, eine Angstentscheidung. An solchen Leuten festzuhalten. Die AfD hat genug gute andere Leute. Einen Carsten Hilse, unendlich viele, Potschka,
es wäre jetzt, man kann sie gar nicht alle nennen. Roman Reusch, wir haben unendlich gute Leute. Und diese Leute sollten dann auch mehr ihre Verantwortung übernehmen, weil wir haben keine Zeit. Und so wie jetzt, wie das ist ja kein Einzelfall, dieses Interview. Es geht ja das ganze letzte Jahr geht es so. Und dann wird dann die integrative Fähigkeit wird gelobt. Und schön, ist es ja auch wichtig und ist ja auch gut. Aber die Öffentlichkeitsarbeit, das ist ganz wichtig. Und ich kenne jetzt die integrative Arbeit von Dino Kupala nicht. Ich weiß das nicht so genau, oder es wissen andere besser, wie er das macht. Aber der öffentliche Auftritt, wenn man sich das anguckt, aus meiner Sicht, das ist wirklich eine Katastrophe. Eine wirkliche Katastrophe. Das ist also mit das Schlimmste, was passieren kann. Diese Strategie, sich anzubiedern an die CDU und dann von konservativer Mehrheit zu reden, das ist genau das, was die AfD nicht machen darf. Einfach allein, um Stolz zu zeigen, Selbstwertgefühl zu zeigen und die Partei stärker zu schützen. Sonst steht man da wie ein billiger Populist. Und ich glaube, das ist so steht Kupala da. So steht die AfD da. Sie stehen da wie billige, sich anbiedernde Populisten, die auch regieren wollen und die jetzt sozusagen feixen. Haha, könnt ihr wohl nicht, außer uns. Ja, ihr müsst sogar auf uns dreckige AfDler müsst ihr zurückgreifen. Wir haben Dreck am Stecken, aber ihr kommt nicht um uns drumherum. Ihr müsst auf uns zurückgreifen. So wirkt das. Die CDU, sie behandelt ihn wie Dreck und er sagt, ja, es ist okay. Also er kritisiert es nicht. Das ist dieser Fehlglaube, dass er vielleicht denkt, ja, die Leute denken sich alle ihren Teil. Nein, die Leute denken sich nicht ihren Teil. Die Leute lesen zwischen den Zeilen. Die interpretieren seine Art, was er sagt. Daraus lesen sie die Realität ab und denken sich, okay, wenn er es nicht kritisiert, dann ist es so. Weil die Realität, das ist ja eigentlich auch vernünftig, weil die Realität ja viel zu kompliziert ist, als dass sie jetzt der Bürger beurteilen kann. Deswegen greift der Bürger darauf zurück, so zwischen den Zeilen zu lesen und sozusagen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das funktioniert normalerweise sehr gut. Nur hier ist es natürlich ein gnadenloser Irrtum, weil anscheinend manche in der AfD so an diese Logik glauben, dass die Leute da logisch sind und dann logisch in Anführungszeichen, was aber in Wahrheit gar nicht logisch ist, sich ihre Meinung bilden. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr das Interview seht, wie ihr alles seht, was eure Meinung ist, was ich vergessen habe. Macht's gut. Zum Ergebnis ist zu sagen, dass es natürlich, angesichts der Propaganda kann man natürlich froh sein, dass es über 20% ist, aber es wäre natürlich, hätte man sich mehr gewünscht. Macht's gut.